Ja, also hauptsächlich wegen meinen körperlichen Symptomen, die mich eigentlich schon seit frühester Kindheit begleiten. In der Kindheit war es hauptsächlich Bauchschmerzen. Die Ärzte haben damals schon nicht gefunden, woher, also die Ursache gefunden, woher die Bauchschmerzen kommen. In der Jugend war es dann eher Übelkeit. Da wurde dann immer auf Nahrungsmittelunverträglichkeit getippt. Und seit den letzten 5 Jahren war das dann eher ein Schwindel, Problematik. Ja, aber es waren alle Symptome ohne Diagnose. Und die Symptome haben sich dann im Laufe der Zeit immer weiter verändert, wurden eher unangenehmer. Ja, bis man dann eigentlich nicht mehr drum rumkam, um mal auf die innere Ebene, auf die Psyche zu schauen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, so kann es nicht mehr weitergehen, und mir kann auch keiner helfen. Medizinisch und körperlich ist alles abgeklärt. Und ja, wäre jetzt auch niemand auf die Idee gekommen, dass ich Probleme aus der Kindheit oder nicht gelöste Probleme noch mit mir rumtrage, weil meiner Ansicht nach war meine Kindheit immer, habe ich eigentlich als normal angesehen, aber wie sich herausgestellt hat, im Nachhinein war es das auch gar nicht. Ich war ja schon bei mehreren Psychologen und sie waren die erste, die mir erstmal erklären konnte, was überhaupt mit mir und mit meinem Körper los war. Ich war ja immer nur auf die körperlichen Symptome fokussiert und dachte auch, dass dort auch die Problematik liegt. Und aber vor allem schätze ich den liebevollen und vor allem wohlwollenden Austausch, zu dem sie auch jederzeit auch an Wochenenden über WhatsApp erreichbar sind und auch eigentlich immer antworten. Ja, vor allem die Erreichbarkeit finde ich Wahnsinn, weil vor allem wenn ich auch Fragen habe, wenn es mir aktuell nicht gut geht oder Fragen oder Tipps und Hilfe irgendwie bitte, sind sie doch wirklich jederzeit erreichbar und antworten auch immer mit positivem Zuspruch und auf jeden Fall hilfreichen Tipps. Ich würde sagen, also alles, was ich vorher dachte, was normal wäre, hat sich dann eigentlich während der Zusammenarbeit herausgestellt, dass es das gar nicht ist, vor allem. Das wurde mir erst durch sie und in der Akademie und ihrem Coaching bewusst. Und dass ich alles eigentlich klein geredet habe und unwichtig geredet habe und nie eigentlich wirklich begriffen habe, wie abnormal doch meine Erfahrungen waren und was das quasi für Prägungen oder Verhaltensweisen oder Denkmuster hinterlassen haben und vor allem was für ein dysreguliertes Nervensystem daraus dann entstehen kann und was für unangenehme Symptome sich dann ja, einschleichen können. Und was mir noch eigentlich bewusst wurde, was ich so vorher auch nie gewusst habe, war quasi, dass ich mein ganzes Leben im Nachhinein betrachtet im Überlebensmodus verbracht habe und dass ich eigentlich bis heute nur Bewältigungsstrategien anwende. Und ja, zum Beispiel auch, dass ich meine Zustände im Nervensystem auch selbst beeinflussen kann. Ich dachte mir, ich bin allem hilflos irgendwie ausgeliefert und habe keine Kontrolle über mein Befinden und ja, das waren bisher die größten Aha-Momente für mich. Wenn ich jetzt total dysreguliert bin oder ängstlich bin oder panische Zustände habe, dann auf jeden Fall die Körpertherapie, aber auch die WhatsApp-Begleitung, da sie, wie gesagt, ja hier rund um die Uhr erreichbar sind, aber zum Thema Körpertherapie, manchmal fällt mir die Selbstregulation schwer. Und dann bin ich wirklich sehr dankbar, wenn ich dann die Videos zum Beispiel noch anschauen kann oder die Videos zum traumasensitiven Yoga. Ich krieg's meistens schlecht hin, manchmal durch Spazierengehen oder ja, durch andere regulierende Tätigkeiten, dass mir dann die Videos im Endeffekt angeleitete Videos viel mehr bringen. Zu dem 1-zu-1-Coaching ist es natürlich, natürlich positiv, die einzelnen Thematiken zu besprechen, die einen gerade beschäftigen, um diese genau zu erläutern oder mögliche Fehler aufzudecken. Ja, wenn es schwierig zu sagen, zu, also auch mit der Online-Akademie zu den Q&As,
Vor allem, dass man da auch erkennt, also es gibt noch andere, denen geht es ganz genauso, die sprechen mir Gefühle aus der Seele. Das tut natürlich auch sehr gut, weil man denkt ja immer, man ist irgendwie mit seinen Themen alleine und keiner versteht einen. Die Videos, die Module sind unheimlich wertvoll auch für mich und so viel neues Wissen, dass ich die Akademie wahrscheinlich mehrmals durchlaufen muss, die verschiedenen Module. Also ich glaube, ich habe noch einen langen Weg zur Heilung vor mir, aber aktuell ist es gerade so, dass ich jetzt erstmal lerne, Grenzen zu setzen, diese auch anzuwenden, mich vielleicht auch mehr abzugrenzen und vor allem auch mal ohne schlechtem Gewissen Nein sagen zu können. Das war eine sehr schwierige Aufgabe für mich in der Vergangenheit, eigentlich unmöglich, aber so langsam lerne ich jetzt öfters Nein zu sagen, auf mich zu hören. Aber ich denke, das dauert noch, bis sich das irgendwie als Gewohnheit noch einschleicht. Ja, ich versuche mich einfach weniger anzupassen. Ja, und was jetzt auch ein großer Schritt war, dass ich jetzt nach 11 Jahren meinen Job gekündigt habe in einem sehr toxischen Umfeld. Das war schon mal ein Schritt. Und ja, und dass ich aktuell auch sehr Selbstregulation gerade am Üben bin, ja. Ja, auf jeden Fall würde ich die Akademie weiterempfehlen. Vor allem denjenigen, die vielleicht, ja, der vielleicht Schwierigkeiten mit sich selbst und dem eigenen Umfeld vielleicht erkennt, sodass man Schwierigkeiten hat, mit Emotionen zu regulieren, grenzüberschreitendes Umfeld, Eltern oder ja, Beziehungspartner, Arbeit und vor allem noch diejenigen, die vielleicht einfach nur persönlich weiterentwickeln wollen oder Selbstwertprobleme, Beziehungsprobleme haben, also wirklich in jeglicher Hinsicht. Ich habe noch überlegt, ob ich sagen soll quasi, ja, dass ich sie allgemein empfehlen würde, weil ich war ja auch schon bei mehreren Psychologen, was mir einfach gar nichts, wirklich gar nichts gebracht hat. Aber ich wusste nicht, ob ich das so jetzt sagen wollte, ja. Weil dann vor allem, was mir jetzt noch eingefallen ist, natürlich den Körper auch gar nicht mit einbezogen hat. 'Cause it feels like home.